Hi Leute, herzlich willkommen im ZDF Magazin Royal im Internetteil unserer Sendung. Wenn ihr das jetzt hier seht, seid ihr wahrscheinlich deswegen hergekommen, weil euch die Sendung interessiert und weil ihr mehr wissen wollt über den Wirtschaftskrimi der letzten 10 Jahre. Weil ihr euch vielleicht auch fragt, wo ist Jan Marszalek? Und das ist eine Frage, die ich direkt weitergebe an drei Herren, die sich damit richtig gut auskennen. Sie sind, ich sag mal, die treibende Kraft, der Motor im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Ich begrüße von der FDP Dr. Florian Tonka, von den Grünen Dr. Daniel Bayers und von der Linkspartei Fabio De Masi. Hallo, schöne Grüße nach Berlin. Hi. Hi. Ja, das ist die erste Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen, auch in der Vorbereitung. Wo ist Jan Marszalek? Herr De Masi, was glauben Sie denn, wo ist er? Ich weiß es nicht. Also er war am 18. Juni noch ganz gemütlich beim Italiener in München und dann ist er mit irgendwelchen Österreichern wegspaziert. Ich denke mal, wenn er irgendwie schlau ist, ist er da, wo es warm ist und nicht da, wo es kalt ist. Herr Bayers, die Geschichte von Jan Marszalek und die Geschichte von Wirecard ist eine Geschichte, wo es immer wieder auch darum geht, dass Geheimdienste mitspielen. Irgendwie ist das ganz merkwürdig. Man munkelt, Jan Marszalek habe mit dem russischen Geheimdienst was zu tun gehabt, habe mit dem österreichischen Geheimdienst was zu tun gehabt. Welche Rolle haben denn die Geheimdienste gespielt in diesem Krimi? Also das ist ja ein Bilanzskandal, ein Finanzskandal, aber bei den ganzen geheimdienstlichen Verstrickungen habe ich das Gefühl, dass wir gerade erst mal die Spitze des Eisberges sehen und gar nicht wissen, wie viel Eisberg kommt da noch. Es gibt die Österreich-Connection, es gibt die Russland-Connection, es gibt seine Kontakte zum libyschen Geheimdienst. Er hat die Novichok-Formel in seinem Besitz und so weiter. Er hat die Novichok-Formel in seinem Besitz? Also er kann in die Apotheke laufen und zum WM und sich Zutaten kaufen und hat ein Nervengift? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also ich kenne auch nur die Details aus der Presse, dass er in einem Kreis angegeben hat. Und das ist ja so ein bisschen Jan Marszalek immer gewesen, gerne sich mit Geheimdienst und Militärs zu umgeben und dann auch ein bisschen anzugeben, was er nicht alles weiß und kann. Und hat dann da offenbar die Novichok-Formel rausgeholt von dem Gift, was du gerade angesprochen hast. Und es lässt sich rekonstruieren, dass es irgendwo aus Österreich kommt. Also es ist nicht nur hergeschwätzt, sondern er hat da anscheinend wirklich ernsthafte Verbindungen. Und so einer, der in so einem Unternehmen wie Wirecard arbeitet, der ist für Geheimdienste natürlich auch eine Goldgrube, ja, weil das ist ein Unternehmen, was Finanzströme auf der ganzen Welt steuert und da Einblicke hat. Das ist schon auch wichtig für Geheimdienste. Und was am Ende bei rumkommt, das werden wir hoffentlich im Untersuchungsausschuss klären können. Herr Dr. Tonka, Sie sind jetzt drei Politiker von Parteien, die, ich sag mal, eher selten so eng und so intensiv zusammenarbeiten wie in diesem Fall im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Wieso sind Sie drei jetzt zusammen und treiben das Ganze voran? Also uns alle hat, glaube ich, empört und auch erschrocken gemacht, dass sowas möglich ist, so ein Bilanzskandal vor dem und unter dem Radar, vor den Augen von Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfern, allen Kontrollinstanzen, die das haben durchflutschen lassen oder möglicherweise auch gar nicht richtig hinschauen wollten. Das klären wir ja gerade auch. Und das eint uns und ich glaube, wir kommen auch prima miteinander klar. Das heißt nicht, dass wir am Ende in denselben politischen Lagern stehen oder zu denselben Schlussfolgerungen kommen. Ich finde zum Beispiel Wertpapiermärkte, Aktien, was, wo ich eher sage, das sollten mehr Leute in Deutschland machen, deshalb muss es halt auch funktionieren. Das wird der Fabio vielleicht anders sehen oder in Nuancen anders oder auch Daniel. Also wir sind am Ende politisch nicht immer einig. Aber und Sie duzen uns untereinander, das merke ich jetzt gerade. Fabio und Daniel und Florian, sind Sie sowas wie Freunde jetzt? Also politische Freunde auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch selbstverständlich in der Demokratie, dass man fraktions- und parteiübergreifend zusammenarbeitet. Es bleibt auch einem gar nichts übrig. Mit Fabio waren wir letztes Jahr in der Delegation in China. Da versackt man manchmal irgendwie an der Hotelbar und spricht auch über das ein oder andere Private. Und Florian kommt aus Baden-Württemberg, aus dem Ländle wie ich. Das gibt natürlich auch ein paar Connections. Und es sollte eigentlich auch ganz normal sein im Parlamentarismus, dass demokratische Parteien und Abgeordnete auch miteinander einfach vernünftig umgehen. Herr Dr. Tonka, Sie sind in der Dreierrunde der einzige Jurist. Deswegen kommt Ihnen jetzt die ehrenvolle Aufgabe zu, weil Sie müssen sich vorstellen, das ZDF-Magazin, gerade die Leute im Internet, die haben keine Ahnung von der Materie. Mal ganz kurz zu erklären, was ist der Untersuchungsausschuss? Was unterscheidet ihn von einer Gerichtsverhandlung zum Beispiel? Ja, ganz richtig. Das ist das schärfste Schwert des Parlaments, wie man immer so sagt. Das ist wirklich ein sehr, sehr wirkmächtiges Instrument. Der Bundestag kann Untersuchungsausschüsse einsetzen. Er muss das machen, wenn ein Viertel der Abgeordneten das will. Deswegen FDP, Linkspartei und Grüne zusammen, da haben wir die ein Viertel beieinander. Deswegen musste das auch dann gemacht werden.
Und der Untersuchungsausschuss, der darf aufklären, ähnlich wie ein Gericht. Er kann zum Beispiel Akten sich vorlegen lassen, die müssen dann auch vorgelegt werden. Er kann Zeugen vernehmen unter Wahrheitszwang, wie vor Gericht. Also wer da lügt, der macht sich strafbar. Und deswegen ist der Untersuchungsausschuss natürlich auch ein gefürchtetes Instrument, weil man da tatsächlich in die Bredouille kommt, wenn man trickst und täuscht oder gar lügt. Und wir merken das schon, wir hatten noch nicht so viele Sitzungen, aber die Zeugen haben schon ganz schön Respekt auch und achten sehr genau auf das, was sie vor dem Untersuchungsausschuss machen. Und so wollen wir es ja auch. Ja, also wenn jetzt der Markus Braun, der ehemalige Chef von Wirecard, der saß letzte Woche vor Ihnen und hat im Grunde genommen nicht viel gesagt. Wie können Sie den denn dann da knacken? Ja, gut, also Markus Braun wurde von seinem Anhalt eingestellt wie ein Roboter. Der hat dem vorher gesagt, auf keinen Fall, egal was passiert, hier irgendwas sagen. Und das führte zu völlig grotesken Momenten, weil in der Tat, ich habe ihn gefragt, kennen Sie Olaf Scholz? Haben Sie mit dem mal geredet? Fabio hat gefragt, haben Sie eine Tochter? Auch Daniel hat völlig alltägliche Fragen erstmal gestellt, um mal an ihn überhaupt ranzukommen. Und er hat immer nur wie ein Roboter in 80 verschiedenen Varianten hat er zum Ausdruck gebracht, dass er nichts sagen will. Deswegen geht es da ja jetzt dann auch mutmaßlich mit den Zwangsmitteln, die wir haben als Ausschuss weiter. Stichwort Ordnungsgeld, vielleicht auch Beugehaft. Da werden wir uns natürlich nicht zufrieden geben. Aber Markus Braun ist natürlich ein Fall für sich. Ich meine, der hat über Jahre hinweg, Gott weiß wen, alles genarrt. Und war glasklar eingestellt von seinem Anwalt, da überhaupt nichts rauszulassen. Herr Bayers, Herr Tonka sagt es gerade beugehaft, Sie können als Untersuchungsausschuss, wenn da Leute, die Sie befragen wollen, nicht antworten, die in den Knast stecken? Also wir ergründen hier gerade auch rechtliches Neuland und Sie haben es ja eben gesagt, wir sind mega froh, dass wir mit dem Florian Tonka Juristen bei uns in der Ecke haben, weil man uns natürlich auch untereinander austauscht und jeder, glaube ich, eine gewisse Kompetenz mitbringt. Ich habe Parlamentarier, die schon lange mit dabei sind. Das ist ja meine erste Legislatur, ist mein erster Untersuchungsausschuss. Und Leute, die schon lange dabei sind, sagen, sowas wie mit dem Markus Braun, das habe ich in 10 oder 20 Jahren nicht erlebt. So, und deswegen sind wir gerade auch hier in einer Situation, wo wir dieses Instrument jetzt ausprobieren müssen. Weil unsere E-Mail-Postfächer quillen ja über mit geschädigten Anlegern. Also es geht ja hier um eine ernste Sache. Die sagen, das ist gut, wenn 30 mal ordentlich diese Leute auch wirklich vorknöpfen im Parlament. Und wenn dann da einer hinkommt und ich sage jetzt mal sehr respektlos gegenüber dem Parlament auftritt und sagt, ich halt einfach das Maul, flapsig gesagt, dann ist das schon eine Situation, wo wir einfach auch Wege ausfindig machen müssen, wie man damit umgeht. Und am Ende kann das eine Ordnungswidrigkeit sein, wird ein Bußgeld dann verhängt oder sogar, Knast hast du gesagt, ja, Beugehaft, wie man formell richtig sagt. Und die kommt dann natürlich zusätzlich auf eine mögliche andere Freiheitsstrafe, die ihm von der Betrugsseite droht, on top. Wir haben uns heute in der Sendung vor allen Dingen um die Geschichte von Jan Marszalek gekümmert und die vielen Fragen, die sich um ihn ranken. Aber der Wirecard-Skandal ist ja vor allen Dingen einer, wo auch die Behörden ein bisschen merkwürdig aus der Wäsche gucken. Und der eben schon mehrfach angesprochene Olaf Scholz, also Bundesfinanzminister und Vizekanzler, Kanzlerkandidat der SPD. Könnte man den nicht mal fragen, ob ihm so ein Markus Braun mal aufgefallen ist? Das wird da sicherlich im Kalender irgendwo vermerkt sein, oder? Da muss man doch den Markus Braun selbst gar nicht fragen, oder Herr De Masi? Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir die ganze Schlagzeilen um Jan Marszalek herum nicht vergessen, wer in der Politik verantwortlich ist. Denn ich habe den Eindruck, alle sind auch so ganz froh, dass alle nach Jan Marszalek jetzt irgendwie suchen, Aktenzeichen XY ungelöst, Fahndungsplakate. Das ist bequem. Herr Braun kann irgendwie sagen, ich bin auch Opfer von Jan Marszalek. Alle sind sich total schnell einig, dass Jan Marszalek der böse Bube ist. Ist er sicher auch. Aber der war ja nicht alleine. Und insofern wollen wir natürlich die politische Verantwortung klären. Das heißt, wir wollen wissen, warum hat sich zum Beispiel der Staatssekretär von Herrn Scholz am Geburtstag von Herrn Braun mit Markus Braun getroffen? Worüber haben die da gesprochen? Wenn die da nichts Strafbares verabredet haben, müsste eigentlich auch Herr Braun dazu Auskunft geben. Vor allem muss aber auch Herr Kukis dazu Auskunft geben, der Staatssekretär. Oder eben Herr Scholz hat sich ja sehr eng informieren lassen, auch permanent von seinem Staatssekretär. Und was haben die dann da bequatscht? Was war denn dann die Folge? Haben die mal zum Hörer gegriffen und gesagt, wir müssen jetzt hier drauf achten, das Unternehmen ist wirklich auch eine Gefahr. Hier gibt es negative Schlagzeilen. Warum hat die Bundeskanzlerin zum Beispiel eine Warnung erhalten aus ihrem eigenen Haus? Sie solle sich nicht mit Herrn Braun treffen. Und eigentlich treffen sich Kanzlerinnen und Kanzler ja immer ganz gern so mit so DAX-Vorständen, macht sich immer gut auf dem roten Teppich. Sie sollte sich aber nicht mit ihm treffen. Gleichzeitig fährt sie aber nach China und lobbyiert wahrscheinlich beim mächtigsten
man Chinas für so eine kriminelle Bude? Das sind natürlich die Fragen, die wir aufrollen wollen. Und die Frage nach der Verantwortung der BaFin. Herr Beyers, ganz kurz, die BaFin, das ist doch die Behörde, die kontrolliert Finanzdienstleister, die Finanzdienstleistungsaufsicht und die beaufsichtigt Firmen wie Wirecard. Was hat die in diesem Fall denn falsch gemacht, Ihrer Meinung nach? Jede Menge. Also wir wollen jetzt noch nicht das Schlussurteil sprechen, weil wir sind mitten im Untersuchungsausschuss, aber es gibt viele Evidenzen, dass sie es verpennt haben, eben das Unternehmen nicht als Finanzholding einzustufen, sondern sie haben es als Technologieunternehmen eingestuft und haben deswegen auch nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Unternehmen eigentlich noch strenger zu kontrollieren. Sie haben damals ein Leerverkaufsverbot verhängt und haben damit eigentlich ein Signal an den Kapitalmarkt gesendet, legt euch gar nicht mit Wirecard an. All diese Geschichten, die in der Financial Times stehen und die von Journalisten aufgeschrieben werden, sind irgendwie Fake News. Wir glauben an Wirecard. Das war ja der Grund, warum viele Investoren auch gedacht haben, das wird schon stimmen, wenn die deutsche Finanzaufsicht das sagt. Und sie hat ja nicht nur gegen nicht Wirecard ermittelt, sondern die hat ja auch die Journalisten, die nichts anderes gemacht haben als ihren Job und die Wahrheit aufgeschrieben haben, gegen die ermittelt. Bis vor wenigen Wochen hat die Staatsanwaltschaft in München gegen diese Journalisten ermittelt, weil die BaFin sie angezeigt hat. Und last but not least kam raus im Sommer, als wir mehrmals nachgefragt haben beim Ministerium, dass eben ein Großteil der BaFin-Beschäftigte es nicht nur verpennt haben, Wirecard dingfest zu machen, sondern privat Wirecard-Aktien gezockt haben. Und das wirft natürlich ein extrem schlechtes Licht auf diese Finanzaufsicht. Und die Leute haben das Gefühl, kann ich eigentlich den Institutionen, kann ich der Finanzaufsicht, kann ich der Politik irgendwie noch trauen? Offenbar nein. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Situation, die wir dringend reparieren müssen. Ja, Herr Tonke, was meinen Sie denn, wie müsste man so Institutionen wie die BaFin nach den Erfahrungen mit Wirecard umbauen? Also kann das so bleiben? Kann Herr Hufeld da weiter sitzen und Herr Scholz die Hände in den Schoß legen und das so weiterlaufen lassen? Oder muss ich da was tun? Dringend muss ich da was tun, denn dieses Behördenversagen, das kann man jetzt, glaube ich, schon als Zwischenbilanz sagen. Das sprengt jedenfalls meine Vorstellungskraft, weil es eben, wie Daniel gesagt hat, nicht nur so war, dass die gepennt haben, sondern sie haben ja sogar aktiv auch das Geschäft für Wirecard miterledigt, nämlich immer wieder zu signalisieren, da ist alles in Ordnung, da ist nichts dran an den Gerüchten. Und das hat geholfen, dass Wirecard viel, viel länger auch an Gelder rangekommen ist von Investoren, die dann abgeflossen sind. Und deswegen ist die BaFin meines Erachtens in der tiefsten Krise ihrer Geschichte. Das ist eine grundlegende Akzeptanzkrise. Ich treffe viele Menschen, die sich fragen, wofür brauchen wir eine Aufsicht, wenn sie bei so krassen Fällen und so klaren Hinweisen nichts tut. Und das hängt natürlich mit der Art zusammen, wie sie arbeitet. Also ich glaube, sie braucht neue Fähigkeiten. Ich würde jetzt mal sagen, so im Militärjargon würde man sagen, so eine Art schnelle Angreiftruppe für Finanzskandale. Also eine Truppe, die nur dafür da ist, wenn irgendwo ein Notruf kommt, dorthin zu gehen, reinzugehen und aufzuklären. Zum Beispiel bei Wirecard war es so, als da klare Hinweise da waren, da hat KPMG, ein Wirtschaftsprüfungsunternehmen, hat 40 Leute reingeschickt auf einen Schlag und die haben dann auch was rausgekriegt. Und so in den Größenordnungen muss man da denken. Da müssen ITler dabei sein, da müssen Forensiker, Kriminalisten also dabei sein, die Verhör können, Vernehmung können. Da müssen Leute dabei sein, die sich mit Bilanz auskennen, mit Fremdsprachenkenntnissen, mit allem. Das wäre eine Sache, die man da einrichten müsste. Aber ich sage auch klipp und klar, ohne einen Neubeginn an der Spitze der Finanzaufsicht lässt sich eine Veränderung ihrer Arbeitsweise auch nicht durchsetzen. Das fängt dort an und mich ärgert schon sehr, dass nach einem solchen Skandal überhaupt gar niemand im Ministerium und auch bei der Finanzaufsicht BaFin seinen Job verloren hat. Da ist nichts passiert, die machen alle so weiter wie vorher. Sie sagen sogar, sie würden es alles genau wieder so machen. Also wenn man heute den Präsidenten der BaFin fragt, dann würde er sagen, wir haben nach Dienst und Vorschrift quasi gehandelt und würden es heute wieder so machen. Ja, Herr De Masi, aber es ist ja nicht nur ein Behördenversagen und ein Versagen der politischen Leitung gewesen, sondern auch die Wirtschaftsprüfer, die Herr Tonka gerade ansprach. KPMG ist ja reingekommen, als alle Alarmglocken schon schrillten und als alle schon wussten, ach du Scheiße, hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Hat es jahrelang ja versucht, in den Bilanzen was zu finden und hat es nicht geschafft. Was muss man denn auf dem Privatsektor ändern? Also muss man da eventuell die Wirtschaftsprüfer prüfen? Also muss es eine Bundesanstalt zur Prüfung von Wirtschaftsprüfungen geben in Zukunft, damit das nicht mehr durchgeht? Natürlich, die Wirtschaftsprüfer sind auch ein ganz großes Thema. Wir haben die sogenannten Big Four, das sind die großen vier, die dominieren den Markt und die kriegen eben auch lukrative Beratungsaufträge. Deswegen brauchen wir aus meiner Sicht eine Trennung von Prüfung und Beratung. Die werden bezahlt von den Unternehmen, die sie eigentlich prüfen sollen. Wir sprechen zum Beispiel darüber, ob die auch häufiger rotieren müssen, damit es da nicht zu gemütlich wird.
in der Beziehung zwischen Unternehmen und Wirtschaftsprüfern. Und es ist aber natürlich so, dass es wichtig ist, dass die BaFin, also die Finanzaufsicht, auch mal selber die Bilanzen prüfen kann. Die haben nämlich nur 9 Leute momentan für so etwas. Und das ist natürlich nichts im Vergleich mit den... Für ganz Deutschland? Oder? Nein, für die ganze Welt. Nein, die haben 9 Leute, die im Prinzip diese Bilanzen abprüfen können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das ist so, wie wenn die Polizei sagt, wir stellen irgendwie ein Tempo-30-Schild am Ortseingang auf. Aber wenn da jemand mit 200 Sachen vorbeibrettert, dann lassen wir das mal den ADAC machen. Hm. Das funktioniert natürlich nicht. Natürlich kann nicht die Finanzaufsicht selber diese ganzen Unternehmen prüfen, aber sie muss eben auch jemand mal aus dem Verkehr ziehen können. Und deswegen hängt das beides zusammen. Und wir glauben, da muss auch ordentlich durchgelüftet werden. Herr Bayers, jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft und auf den Verlauf des Untersuchungsausschusses. Glauben Sie, dass am Ende sich irgendwas tut? Glauben Sie, dass Jan Marschalek wieder auftaucht und dass noch mehr Verantwortliche und Schuldige in Wirtschaft und Politik entweder einlochen oder ihren Job nehmen müssen, ihren Hut nehmen müssen? Ich fange mal so an. Wir kriegen gerade viele Anfragen von deutschen, aber auch internationalen Produktionsfirmen, die sagen, ja, wir wollen hier im Bundestag drehen, weil wir wollen jetzt irgendwie das dokumentarisch alles einfangen. Und dann sage ich immer, die Geschichte ist ja noch gar nicht auserzählt. Ja, der Hauptratsherr ist ja noch irgendwo da draußen unterwegs, aber das Interesse ist groß. Also ich bin davon überzeugt, dass dieser Untersuchungsausschuss etwas herausbekommt, sonst hätten wir es ja nicht gemacht. Also nur für die politische Show ist die Sache zu ernst. Dass das jetzt in ein Jahr, in ein Wahljahr fällt, das ist jetzt erstmal nicht unser Problem, das ist nun mal so. Man muss in den Rückspiegel schauen, was ist passiert, um dann nach vorne zu schauen, wie können wir bessere Regeln, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Wirtschaftsprüfer, BaFin und so weiter, wie können wir das auch abstellen, damit sich das nicht wiederholt. Aber wo gibt es natürlich auch politisches, vielleicht auch persönliches Versagen, und dann müssen natürlich auch politische Konsequenzen daraus gezogen werden. Eins möchte ich sagen, wir haben eine sehr enge Timeline. Ja, nächstes Jahr endet diese Legislatur, endet der Deutsche Bundestag. Ich weiß nicht, ob wir alle Stränge in diesem Komplex aufarbeiten können. Und ohne jetzt vorwegzugreifen, würde mich auch interessieren, was meine Kollegen dazu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass der neue Deutsche Bundestag sagt, wir haben Wirecard immer noch nicht vollends aufgeklärt. Wir brauchen hier eine zweite Staffel im Untersuchungsausschuss. Und deswegen. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus, Herr Tonka, Herr De Masi? Machen Sie weiter einfach? Also für mich ganz klar, wenn wir nicht fertig werden bis zur Bundestagswahl, dann sollten wir uns danach zusammensetzen und weitermachen. Dann muss der neue Bundestag, das sind ja dann neue Abgeordnete, das neu beschließen. Aber rein vom Stoff, von der Menge des Stoffs spricht da viel dafür. Aber jetzt strengen wir uns erstmal an und gucken, was wir bis zum Sommer hinkriegen. Und dann können wir, glaube ich, bilanzieren und gucken. Meine Kolleginnen und ich, wir haben uns in den letzten Wochen sehr intensiv mit Jan Marschalek beschäftigt. Wir wissen, er ist sehr umtriebig, er ist auch vielleicht im Internet unterwegs, vielleicht sieht er das sogar, wer weiß. Haben Sie vielleicht, Herr De Masi, eine Botschaft an den Flüchtigen, vielleicht auch im Namen des Bundeskriminalamts und der Bundesrepublik Deutschland? Ja, ich kann leider nicht für das Bundeskriminalamt sprechen, würde ich sehr gerne. Ich kann nur sagen, dass ich kürzlich im Supermarkt mal mit Herrn Marschalek verwechselt wurde. Das war mir sehr unangenehm. Von wem? Von einem Bürger, der meinte, irgendwie sind doch der Herr Ma, und dann dachte ich schon, jetzt kommt De Masi, aber dann kam Marschalek. Aber ich glaube, der hat einfach was verwechselt. Ich würde Herrn Marschalek doch empfehlen, vielleicht hierher zu kommen, weil so ein Untersuchungsausschuss ist unangenehm. Allerdings kann ich mir vorstellen, es gibt da einige Länder draußen, wo es vielleicht sehr ungemütlich werden kann. Deswegen würde ich ihm dringend raten, uns mal hier zu besuchen. Ganz kurz, was heißt das? Glauben Sie, dass Herr Marschalek jetzt nicht mit Millionen am Strand liegt, sondern dass da Staaten hinter ihm her sind? Ich glaube, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass einige Nachrichtendienste mit Herrn Marschalek zusammengearbeitet haben. Er hat Österreich, was soll denn da schon passieren? Angeboten. Und ich glaube, dass die ganz froh sind, dass er jetzt weg ist und nicht auspackt. Und das kann natürlich auch sein, dass sie ihn jetzt nicht nur freundlich behandeln. Das weiß ich natürlich nicht. Also wir hatten auch eine Ergänzung. Wir hatten auch letzte Woche einen Grundzeugen, Herr Bellenhaus, eingeladen als Zeuge im Deutschen Bundestag. Daraufhin haben wir, war lange sozusagen auch rechte Hand von Jan Marschalek, und der hat sicherlich einiges zu erzählen. So, und dann haben wir Post bekommen von der Staatsanwaltschaft in München, die uns darauf hingewiesen haben, Achtung, hier ist eine Gefahrensituation. Und zwar nicht nur die gesundheitliche Gefahr von Covid, sondern auch, dass hier jemand vielleicht nach dem Menschen ans Leder möchte, um es mal so zu sagen, einfach weil da ja auch so viel Wissen sitzt. Also ja, da gibt es einige da draußen, die sich, glaube ich, auch mit dem Falschen angelegt haben und da auch Gefahr für Leib und Leben droht. Herr Tonka, haben Sie noch eine Botschaft für den Flüchtigen? Bei Marschalek, glaube ich, da muss man auch mal sagen,
Also der ist untergetaucht seit 6 Monaten, nicht aufzufinden. Das lernt man nicht im BWL-Studium, glaube ich zumindest. Ne? Fabio und Daniel, ihr wisst das besser als ich, aber im BWL-Studium lernt man, glaube ich, nicht, wie man abtaucht. Also der muss Unterstützung, professionelle Unterstützung gehabt haben, das ist, glaube ich, ziemlich klar. Und die Frage, wie gut geht's ihm, das hängt, glaube ich, davon ab, ob er so eine Art Lebensversicherung hat. Bei Agenten heißt Lebensversicherung ja meistens, dass sie irgendwelches Wissen irgendwo deponiert haben und dann dafür sorgen können, wenn es ihnen nicht so gut ergeht, dass dieses Wissen irgendwo publiziert wird, dass das jemand rausgibt, ein Notar oder irgendwie eine Cloud oder so, die sich dann öffnet. Das ist dann oft die Absicherung für solche Leute. Und ich glaube, da ist ganz entscheidend, ob Masalek das hat oder nicht. Wenn er es hat, wird er wahrscheinlich in so einer Art, stelle ich mir das vor, so eine Art Hausarrest wohnen, aber mit allem, was man sich so wünschen kann, wenn man in solchen Ländern wie zum Beispiel Russland unterwegs ist. Wenn er das nicht hatte, dann wage ich überhaupt keine Prognose, ob es noch Sinn macht, dass ich ihm überhaupt irgendwie eine Nachricht zukommen lasse. Die letzte Frage. Ich hole ihn auch ab, wenn das gewünscht ist. Das würden wir anbieten, glaube ich, den Escort-Service. Das Handelsblatt hat diese Woche rausbekommen und am Montag gibt es dazu auch ein großes Stück im gedruckten Handelsblatt, wenn man es nicht vorher online lesen möchte, dass nicht um 1,9 Milliarden Euro geht, die auf den Philippinen erfunden wurden oder verschwunden sind oder wo auch immer sie hin sind, sondern es weitere 800 Millionen Euro gibt, die dazugekommen sind. Und nicht nur das, auch soll sich Jan Marschalek zusammen mit ein paar Kumpels und beteiligten Unternehmen 120 Millionen Euro quasi in die Privatkasse eingezahlt haben. Ändert das die Sachlage? Wird es jetzt noch ein bisschen unangenehmer oder ist es egal, weil es bloß 800 Millionen sind, auf den Haufen, auf dem fast 2 Milliarden liegen? Ja, ich glaube, es macht natürlich einen Unterschied, weil 800 Millionen Euro sind 800 Millionen Euro. Und wir müssen natürlich auch jedem Betrug nachgehen, nicht strafrechtlich, aber natürlich, was die politische Aufklärung angeht. Es zeigt einfach, wie wichtig und richtig es war, sich für diesen Untersuchungsausschuss auch entschieden zu haben. Klagen und Strafrechtliches werden andere aufarbeiten, aber uns geht es ja um die politische Aufklärung und da spielt es natürlich eine gewichtige Rolle. Und dass Herr Masalek auch systematisch diese Kanäle genutzt hat, um Geld abzuzweigen, das ist nun auch keine Neuigkeit an der Stelle. Es zeigt auch nur noch mal einfach, in welchen Größen dort auch mit Betrug am Handwerk war. Und ich glaube, es bestätigt uns darin, dass wir einfach unsere Aufgabe machen. Und es ist ja so, 1,9 Milliarden Euro haben auf Treuhandkonten gefehlt. Jetzt kommen irgendwie 800 Millionen möglicherweise nochmal on top, dass das eben nicht nur über ein Konto oder zwei Konten auf den Philippinen der Fall war, sondern sicherlich hier und da auch nochmal vorgefallen ist. Das überrascht mich jetzt erst ehrlich nicht. Und wenn ich da für meine Kollegen spreche, in diesem ganzen Fall überrascht uns eigentlich wirklich nichts mehr, weil jede Woche kommt irgendwie Neuigkeit an die Oberfläche, wo man denkt, wow, und einfach den Skandal noch viel größer in seiner ganzen Dramatik macht. Wir können auf keinen Fall hinstellen und sagen, 800 Millionen Euro, der Rest ist Trinkgeld oder so. Das funktioniert natürlich nicht, denn das zeigt ja eins, Masalek hatte ja auch, wird ja immer wieder gesagt, steht vermutlich hinter einem Fonds auf Mauritius, wo er sein Geld abgezweigt haben soll. Und das zeigt vor allem, wir können es nicht zulassen, dass für so einen riesen digitalen Finanzkonzern der Regierungsbezirk Niederbayern bei der Geldwäscheaufsicht zuständig ist. Das ist wirklich lächerlich. Momentan ist übrigens niemand in Deutschland für die Geldwäscheaufsicht über die Wirecard AG zuständig, weil die Aufsichtstennis spielen. Die BaFin sagt, wir sind nicht zuständig als Finanzaufsicht. Und Bayern sagt, seit der Insolvenz, wir sind nicht mehr zuständig. Und das ist einfach ein schlechter Witz. Ja, wer macht das dann jetzt, Herr Tonka? Das macht überhaupt niemand. Das ist der schlechte Witz, den Fabio De Masi geschildert hat. Das haben wir schon rausgekriegt. Die Bayern haben durch Zufall erfahren, dass sie zuständig sein sollten, haben dann bei der BaFin nachgefragt, könnte es sein, dass wir zuständig sind für Wirecard, Bezirk Niederbayern, um genau zu sein. Das fanden die auch ein bisschen ulkig. Die BaFin sagte aber, ja, im Gesetz ist das so, dass Niederbayern für Wirecard zuständig ist. Und das hat dann Niederbayern auch geschluckt. Und dann kam die bayerische Staatsregierung irgendwann auch auf den Trichter, dass Niederbayern zuständig sein sollte. Und dann haben die von oben angeordnet, Bayern ist der Meinung, dass Bayern einfach nicht zuständig zu sein hat. Also die haben Aufsichtstennis gespielt, die haben die Kartoffeln wieder weggeschmissen. Und in der Tat ist es momentan gar niemand, wobei sich die Aufgabe Geldwäscheaufsicht über die Wirecard AG dann bald auch erledigt hat, weil da ist ja keine Zukunftsprognose mehr da. Vielen Dank an den Parlamentarischen Detektivclub. Vielen Dank an Fabio De Masi von der Linkspartei, an Daniel Bayers von den Grünen und an Florian Tonka von der FDP. Und jetzt geht's wahrscheinlich zusammen im Bierbike ums Brandenburger Tor, was man halt so macht nach Feierabend, wenn man zwar unterschiedlichen Parteien angehört, aber irgendwie eine gemeinsame Sache verfolgt. Vielen Dank für die Zeit. Sehr gern. Ciao. Ciao. Ciao.